Now, Chiaro, I'm gonna show you something. If we distill enough fireweed, we can make elixir and bring a little machine to life. My little engineer, what a clever boy. Where do machines go when they run out of elixir? We have to join the resistance or there won't be a Neverend for him to grow up in. Then we leave. We'll go far from here where the alchemists can't hurt him. The war for the elixir will find us. We're too valuable to stand by, Adam. Maybe we were wrong to trust ourselves. Bringing machines to life. Mom? Dad? I'm sorry. I'm tired of being alone. The war's over now. I promise I'll make you proud. Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zocken heute zusammen Chiaro and the Elixir of Life. Und ja, so ganz grob die Geschichte, also es geht sich um jungen Chiaro, der hat seine beiden Eltern verloren, das haben wir ja schon in dem Vorspann gesehen oder im Intro. Und ja, der ist ein kleiner Ingenieur und er kann mit irgendeinem Elixier Maschinen zum Leben erwecken. Und ja, er sucht jetzt hier noch ein paar Bauteile für seine Maschine oder seinen Roboter, keine Ahnung. Und ja, das zocken wir jetzt zusammen hier. Ich habe die Beta freigeschaltet. Wie das funktioniert, werde ich euch noch in der Beschreibung erklären. Und man kann so, ich muss mal kurz das Handbuch zeigen. Jetzt will er das mal hier teleporten. So, das hier ist das Handbuch. Unter Controls können wir hier dann freischalten Smooth Locomotion. Das ist nur in der Beta verfügbar. Und hier kann man sogar schauen, wie schnell man, oder einstellen, wie schnell man sich hier bewegen kann. Das ist natürlich ein bisschen heftig. Also ich glaube, so ist ganz okay, finde ich. Turning Speed ist auch okay. Ja, und dieses Tunnel Vision, das kennt ja jeder und das mag niemand. Ne? Ihr seht es gerade, das ganz schnell aus. So, Smooth Turning machen wir auch, lassen wir auch so aus. So, jetzt können wir das wieder in unser Inventar, das ist unser Inventar. Ja, und dann gehen wir jetzt mal nach vorne. Ach, guck mal, der Schmetterling hier. Leak. I better store Boca's boiler in my inventory for later. Okay, ist ein Boiler. Das packen wir mal hier rein. Time to go home. Okay. Tonight I'll bring another machine to life. Okay, er will eine andere Maschine zum Leben erwecken. Schauen wir uns mal so ein bisschen um. Von rechts höre ich irgendwie Musik. Gehen wir mal dahin. Die Welt sieht ganz, ganz nett aus. Nicht realistisch, so Fantasy-Comic-mäßig würde ich fast sagen. Ach, was sitzt denn da? Schauen wir mal, was das ist. Was bist du denn für ein Kerl? Na du? Wow! These little guys are hilarious. Man kann ihn hier packen und dann rastet er hier voll aus. Ja. Schlaf mal weiter, Jung. So, lassen wir den mal im Baum schlafen. Vielleicht kommen die später noch zum Einsatz. Welche schöne Melodie. Also ich habe es eben ganz kurz getestet und mit Teleport hat das überhaupt keinen Bock gemacht irgendwie, aber mit den Locomotion echt sehr gut. Hallo, wer bist du denn? Das ist auch eine Maschine, oder? I've been searching for fireweed, but it is so rare these days. Kann man interagieren mit? Nee. Oh, hier. Mein Controller vibriert zwar, wenn ich hier die Figur berühre, aber passiert nichts weiter. Okay, gehen wir mal hier gucken. Where do we go?
Okay, hier ist irgendwas runtergestürzt, ein kleines Flugzeug. Wir können es auf den Thumbsticks, wenn wir drücken, sind wir gebückt, also wir müssen uns nicht wirklich bücken. Oh, und dann kommen wir sogar hier durch. Hier sind kleine Glühwürmchen drin. Oh, die Musik, das Gesinge wird immer lauter. Was liegt hier? Ein Helm? Packen wir einfach mal in unser Inventar, wenn es geht. Nein. Okay, wir nehmen es mal mit, vielleicht können wir es irgendwie gebrauchen. Da er ja eben gesagt hat, er will hier diese Maschine bauen oder Roboter bauen, kann sein, dass das ein Teil dafür ist. Oder braucht hier die Frau das? Nein. Ich glaube jetzt nicht, dass es umsonst da liegt, aber... Oh, da habe ich gar nicht gesehen. Da oben ist ein Baumhaus. Oh, ich muss mal ganz kurz gucken. Boah, der Gesang ist... ziemlich laut. Schauen wir mal kurz Sound. Musik. Okay, das gilt unter Voices. Okay. Packen wir es wieder rein. Du kommst mit. Nehmen wir einfach mal mit nach Hause hier. Jetzt sagen wir... schauen jetzt mal ganz kurz hier. Hallo, willkommen. Oh, da bin ich an der Mauer. Also meiner Wand gelandet. Okay, hier ist der Bauplan von dem Ding. Wir haben noch diesen Push to Crouch. Ja, warum soll ich denn crouchen? So, was haben wir? Hier liegt auch noch irgendwas. Das sieht da witzig aus. Remember, Chiaro. Slow is right, right is fast. Okay, da liegen auch noch eine Menge an Kram. Das sieht aus wie Beine, ne? Was kann das sein? Ah, Ei. Highlights. Geil. Like Mom always said, patience is to the alchemist as steam is to the machine. Okay. Ist jetzt nicht so schwierig. Der Mund oder der Schnabel? Auch sieht er süß aus. Jetzt gucken wir mal, können wir den Helm jetzt aufziehen hier? Ne. Das will er nicht. Was bist du hier für einer? Salamander's breath. It's ever burning coal will give Boca the spark of life. Okay. Okay, da ist Holz drin. Kann man das. Ah, man kann das anzünden. Warte mal, gucken wir mal kurz. Achso, der Boiler muss aufgehitzt. Ja, okay. Wir müssen das hier anzünden und dann wahrscheinlich auch reinstecken. So. Und jetzt? Lebst du? Okay. Gucken wir das mal rein. Uns fehlt bestimmt noch irgendwas. Ha! Erwache zum Leben! Komm, mein kleiner Freund. Oh, hello. I am Boca. Wow, du bist Boca. What are you doing just standing there? Help me up. Help me up. Ja, ich helfe dir. I wouldn't have needed your help if I'd had my daily tea. So you are my creator, hm?
Ja, ich bin ein Erschaffer. I'm alive? I'm alive! Wow, der ist aber schnell, der Kollege. As a thank you for giving me life, and since it appears there are no other candidates available, I will grant you the honor of becoming my apprentice. You may call me Master from now on. It's been a long day. A hot cup of fireweed tea, and I'll be right as rain. But first, I need to rest. Nap time. He's not quite what I expected. He'll do just fine. Da lebt er gerade mal und dann schläft er schon, oder was? Was ein fauler Roboter. Slept like a rock. Chapter 2. I better go downstairs and see if Boak has finished with his research. Oh. Hier ist unser Bett. Machines fighting machines? Awesome! Das kennt doch ja noch, glaube ich, noch jeder, oder? Gab's doch in den 80ern? Oh. Wish I had someone to play against. Okay. Okay, da ist nichts drin, aber da liegt auch noch eine Münze. Oh, scheinbar sind das irgendwelche Bonusteile. Aber Leute, ich muss die Musik leiser machen. Die ist irgendwie... Meiner Meinung nach sollte die nur so ein bisschen im Hintergrund sein und nicht so laut. Aber schön muss man erwähnen, dass man das alles schön einstellen kann. Es gibt auch nicht jedes Spiel her. So, was haben wir hier? I wonder if Boca knows anything about the war. Kann man den auch andrehen? Nee. Oh, der fliegt! Das haben wir geil gemacht, oder? Aber ich kann nicht lenken. Cool, dass man hier alles echt... Ach, das... Hey, das... Mac, it's been a while. Looking good. I wonder if you still work. Das war doch der Roboter vom Trailer, ne? Oder vom Intro. Sein erster Roboter, den er gebaut hat. Cool. Ja, auf, du bist frei. Ah, jetzt sind wir wirklich in diesem Baumhaus, was wir eben gesehen haben. Wow. Alter, das ist echt hoch. Okay, hier müssen wir rein teleportieren, weil wir da an der Dings hängen bleiben. Dad thought I'd never get this thing working. And maybe I wouldn't have without Mom's late night design notes. I'll never forget their faces the first time I wrote down the tree tops. Sieht schon irgendwie cool aus, dieses Tal hier. Klar, jetzt nicht die mega natürliche Grafik, aber muss es auch nicht sein. Nature is truly the greatest creation. Ach, da sind da oben die zwei Gnome. Hallo! Die sehen ja witzig aus. Oh, good morning, Kiara. I've been chopping wood. Also er hat Holz geschlagen, scheinbar. Ocker. Ah, cool, dass man mit super vielen Sachen hier interagieren kann. Und? Haare waschen oder was, die ich nicht habe? Echt krass. Cool, was ist denn, wenn wir jetzt wirklich, können wir da was reinlegen? Boah, wie... Das ist mal cool. Das heißt, ne? That's stupid. Was ist denn, wenn wir jetzt hier... Kann man hier jetzt wirklich... Boah, ja. Füllt sich. Jetzt versuchen wir mal mit den Blüten hier einen Tee zu kochen, würde ich mal sagen, oder? Aber wir brauchen schon ein bisschen mehr hier. So. Wir machen uns jetzt hier ein lecker Teechen.
Das ist doch cool gemacht. Ah, die könnte auch mal sauber gemacht werden, ne? Wir machen die mal sauber. Okay. Oh, Wasser sparen. Ja, ist ja gut. Das ist ein bisschen blöd, aber ist ja auch eine Beta, dieses Smooth Locomotion. Jetzt fallen die Blüten hier schon raus. Aber es kam gerade so ein Geräusch, dass wir irgendwas scheinbar geschafft haben. Kann man es trinken? Nee. Aber irgendeinen Erfolg haben wir wahrscheinlich freigeschaltet. Was machst du? Ah, nein. Ach, da ist er. Hallo. What kind of machine drinks tea anyway? Wo geht er hin? Also, wenn das jetzt ein Killerroboter wird, dann haben wir echt ein Problem. Weil er hat eine Axt als Arm. Aber der ist fleißig, der Kollege. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Kollege. Und jetzt, wo will er damit hin? Der ist ja drollig, ey. Ach komm, ich helfe dir. Noch eine Münze. Okay. Kann man noch so irgendwas machen hier? Stove Tool in other hands. Okay. Also das können wir irgendwann mal gebrauchen. Und der macht weiter hier Feuerholz. Ach, das sind die Gräber von den Eltern. Sogar da liegen. Looks like Boca loves tea as much as you do. Just as grumpy without it, too. Adam Gray und Lillian Gray. Okay, Leute, ich würde sagen, hier beenden wir auch hier die Folge. Ich wollte euch einen kleinen Einblick in dieses Spiel geben. Und wenn euch das Spiel gefällt und ihr wollt jetzt wirklich mehr sehen, so eine ganze Episode von diesem Spiel, dann schreibt einfach unter die Kommentare. Ich bin mir nicht sicher, wollen die Zuschauer jetzt einfach immer nur mal kurz ein angespieltes Spiel sehen, was neu rausgekommen ist, oder wollt ihr auch wirklich Storys sehen, wie das komplette Spiel abläuft? Würde mich interessieren. Ja, wenn euch es gefallen hat, haut ein Like raus, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren und dann werdet ihr immer informiert, wenn Tupac VR was raushaut. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!